Felicity, der Auftritt. Es war Montag, der 3. September. Der Tag begann wie viele andere auch. Ich kam zu spät zur Schule. Wer hätte gedacht, dass sich an diesem Tag alles in meinem Leben ändern sollte? Wenn ich es auch nur ansatzweise geahnt hätte, hätte ich auf jeden Fall mehr auf mein Aussehen geachtet oder wäre im Bett geblieben. Die Gänge des Horton College hatten sich schon ziemlich geleert, als ich an mein Schließfach hechtete und mein Geographiebuch zwischen einem mit Saft und Pudding befleckten T-Shirt und anderen Schulbüchern suchte. In meiner Hektik fielen ein Deospray, ein paar lose Blätter und ein zerfledderter Roman auf den Boden. Umständlich raffte ich alles auf, knallte den Kram achtlos zurück in den Spind und versuchte abzuschließen. Dabei brach mein Schlüssel ab. Na toll, wenn was schief ging, dann richtig. Und ausgerechnet zur Doppelstunde bei Miss Ehle musste ich zu spät kommen. Ah, Miss Morgan beehrt uns, sagte sie auch prompt, als ich mich in den Klassenraum schleichen wollte. Haben Sie eine gute Ausrede parat oder soll ich eine für Sie erfinden? Schreiben Sie ins Klassenbuch starker Verkehr, antwortete ich liebenswürdig. Sie wohnen direkt hinter dem College, meinte sie trocken. Sie trat einen Schritt näher und schnupperte. Rieche ich an Ihnen etwa Alkohol? Fragte sie streng. Oh Mist, das hatte ich vergessen. Ja, Miss Ela, antwortete ich und senkte meinen Blick. Nicht, weil ich verlegen war, sondern um mein Grinsen zu unterdrücken. Sie betrinken sich und sind noch nicht einmal 21? Ich bin 18, klärte ich sie unnötigerweise auf. Und trinken mitten in der Woche Alkohol? Sie wissen, dass ich das der Schulleitung melden muss, nicht wahr? Ich nickte. Setzen Sie sich auf Ihren Platz. Ich möchte endlich mit dem Unterricht beginnen. Schnell befolgte ich ihre Anweisung und huschte zu meinem Tisch. Während ich Federmäppchen, Block und Buch auspackte, kam von hinten ein Zettel auf meine Bank geflogen. Mittwochsmotto. Elend strapsen mit Bunnyöhrchen, stand darauf. Ich drehte mich um und grinste Phyllis zu. Sie zwinkerte und Cory neben ihr wackelte mit seinen buschig roten Augenbrauen und einem anzüglichen Grinsen. Als ich mich nach den anderen Mitschülern umsah, stellte ich fest, dass alle den wissend grinsenden Gesichtsausdruck trugen. Auch sie stellten sich also Miss Ele in aufreizenden Dessous mit Hasenohren vor. Bei der 1,60 Meter große und mindestens 90 Kilo schweren Miss Ele mit ihren kurzen, fettigen Haaren ohne erkennbare Frisur war diese Vorstellung mehr als absurd und machte somit die Stunde erträglich. Öl- und Gasvorkommen in Aserbaidschan. Wer zur Hölle brauchte das? Ich versuchte, mein Gehen so gut wie möglich zu verstecken und überlegte, dass an dem mächtigen Hinterteil von Miss Ele ein Hasenschwänzchen glatt untergehen würde. Bridget Jones war eine Sexbombe im Vergleich zu ihr. Als der Gong schlug, sprangen wir auf, als hätte uns jemand Nadeln in den Hintern gestochen und rannten hinaus. »War es wieder spät gestern Abend?«, fragte Phyllis im Flur. Sie war meines Erachtens das schönste Mädchen der Schule. Ihre Haut hatte die Farbe vom Milchkaffee. Sie hatte eine Figur und Haare wie Naomi Campbell und ein ebenmäßiges Gesicht mit hohen Wangenknochen und schokoladenbraunen Augen. Neben ihr fühlte ich mich oft ziemlich unscheinbar und plump. Aber das Schönste an Phyllis war, ihr war das Aussehen egal. Mein Glück, denn sonst wäre ich bestimmt nicht ihre beste Freundin. »Ziemlich«, antwortete ich. »Wer hat sich denn das Mittwochsmotto heute ausgedacht?« Cory war mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht zu uns aufgerückt. »Ach, was frage ich überhaupt? Hast du dir mal überlegt, dass die Vorstellung von Lehrern in Strapse etwas Furchterregendes hat?« Er zuckte die Schultern. »Kommt drauf an. Bei Mr. Singer stimme ich dir zu.« »Uäh«, riefen Phyllis und ich einstimmig. »Was habt ihr denn für ein Problem?« Jaden hatte uns eingeholt. Dadurch keuchte er ein wenig. »Wann speckst du endlich mal ab?«, fragte Cory ihn missbilligend. »Denk dran, Dicke leben nicht lange.« Jaden ignorierte ihn und wandte sich an mich. »Felicity, du stinkst, als wärst du gestern Abend in ein fast Lenn für dich gefallen. Und so K.O. siehst du auch aus. Hat deine Mutter dich schon wieder im Pub eingesetzt?« Ich lächelte ihn dankbar an. Wenigstens meine Freunde konnten sich denken, weshalb ich oft zu spät war und manchmal nicht ganz taufrisch aussah. Jaden mochte zwar 1,80 groß sein, hatte aber definitiv 20 Kilo zu viel. Gepaart mit seinem furchtbaren Geschmack in Sachen Klamotten, wirkte er auf den ersten Blick wie eine billige Chris Tucker Imitation. Allerdings hatte Jaden einen messerscharfen Verstand. Keiner in der Schule konnte ihm im Unterricht das Wasser reichen. »Sorry, ich habe den Geruch gar nicht bemerkt, als ich mich heute Morgen angezogen habe«, erklärte ich schnell.
Vielleicht sollte ich in der Mittagspause nach Hause flitzen und mir ein frisches T-Shirt holen. Ich hab noch eins in meinem Spind, bot mir Cory an. Ich auch, meinte ich zaghaft. Schließlich kannte ich Cory gut genug, um zu wissen, dass er mit seinen Sachen noch sorgloser umging als jeder andere von uns. Meines ist mit Speiseresten bestückt. Und deines? Sauber, ich hab's als Ersatz. Oh, wenn das so ist, prima, danke. Ruby und Nicole schlossen vor Corys Schließfach zu uns auf. Morgen, Felicity, geht es dir gut? Fragte Ruby mitfühlend. Ich sah, wie ihre Nase bebte, weil sie den verschütteten Whisky auf meinem Shirt roch. Schon okay, ich gehe mich nur gerade umziehen. Danke, Cory. Ich nahm das T-Shirt entgegen und eilte in das nächste Mädchenklo. Erst als ich frisch umgezogen in den Spiegel blickte, sah ich, was auf dem Shirt stand. Sexgott. Aber ich sagte mir, besser das, als nach Papp zu stinken. Trotzdem atmete ich einmal tief durch, ehe ich in den Gang trat. Meine Freunde warteten noch immer vor Cory Schlissbach auf mich. Nicole, Jaden und Phyllis brachen in lautes Gelächter aus, als sie mich sahen. Nur Ruby sah mich stirnrunzelnd an. Die elfenhafte Ruby konnte einem Witz wie immer nichts abgewinnen. Cory allerdings amüsierte sich köstlich. Ich lächelte gequält. Danke, Cory. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, der Whiskygeruch oder dieses Shirt. Mal abgesehen davon, dass ich hier drin versinke. Ich finde, es steht dir, grinste Cory frech und stierte auf meine Oberweite. Du fühlst es zumindest besser aus als ich. Denkst du eigentlich auch mal an was anderes als Sex? Fragte Nicole. Selten, gestand Cory. Ich musste zweimal hintereinander niesen. Der Geruch des Weichspielers kitzelte in meiner Nase. Dadurch bekam ich die Aufregung um mich herum etwas verspätet mit. Guter Gott, wer ist denn das? Hörte ich Nicole atemlos fragen. Ich musste wieder niesen. Erst da sah ich ihn. Er kam an der Seite der Direktorin auf uns zu. Selbst die Direktorin Miss Hollywood schaute schmachtend zu ihm auf. Er war schlank und wirkte äußerst sportlich. Seine Haare waren dunkelblond, dicht, verwuschelt, als würde er ständig darin herumwühlen, und an den Seiten so lang, dass sie die Hälfte seiner Ohren verdeckten. Zudem war er groß. Sehr groß. Größer als alle anderen Jungs an unserem College. Und er hatte das schönste Gesicht, das ich je bei einem Mann gesehen habe. Zugleich bewegte er sich mit einer Lässigkeit, die Cory sich seit Jahren anzueignen versuchte. Bislang ohne Erfolg. Meine Güte, Alex Pettifier ist seit einem auf unserer Schule, hauchte Nicole ehrfürchtig. Ihr und Phyllis standen der Mund weit offen. Quatsch, der Typ da hinten ist viel größer, korrigierte Cory. Er klang betroffen. Ruby hatte die Augenbrauen bis zum Haaransatz hochgezogen. Einzig Jaden wirkte unbeeindruckt. Miss Hollywood und der Neue kamen näher. Nur noch ein paar Meter, flüsterte Nicole beschwörend. Nur noch ein paar Meter. Komm her, hierher. Oh, verdammt! Letzteres rief sie ebenso empört wie laut. Wir wussten weshalb. Felicity Stratton, die Edelzicke und ihre Anhänger hatten sich geschickt der Direktorin in den Weg gestellt. Felicity und ich teilten uns den gleichen Vornamen, aber damit endete jegliche Ähnlichkeit. Felicity wurde immer mit ihrem vollen Namen angesprochen. Sie war groß, schlank und topmodisch gekleidet. Ich hieß bei allen mit Ausnahmen von Phyllis und den Lehrern die Stadt oder schlicht City. Den Spitznamen hatten Felicity und ihre illustren Freundinnen mir verpasst. Nicht nur, um uns zu unterscheiden, sondern mit der Begründung, ich sei so kantig und schmutzig wie die City of London. Wir konnten hören, wie Miss Hollywood Felicity vorstellte und ihr erklärte, es handele sich bei dem Unbekannten um einen neuen Mitschüler. »Warum ausgerechnet immer sie?« stöhnte Nicole, wie eine Spinne, die ihre Fühler ausstreckte. »Spinnen haben aber keine Fühler«, meinte Ruby irritiert. Corey rollte mit den Augen. »Das ist eine Metapher, Ruby.« »Oh, verstehe. Hättest du dann nicht besser gesagt, ihre Netze auslegt oder sowas?« Ruby war bildhübsch, sah aber oft die Dinge etwas anders als wir anderen. Ihre Aussage bewies wieder einmal, dass sie mit Wortspielen nicht zurechtkam. »Auf jeden Fall kann Felicity gut ihr Gift verspritzen«, sagte ich trocken. »Ich glaube, der ist eine Nummer zu groß für uns. Soll er doch mit Felicity und ihrer Clique von arroganten Schnöseln glücklich werden.« Ich beobachtete, wie Felicity dem Neuen eine Hand auf den Arm legte. Sie würde auf jeden Fall alles daran setzen, ihn ihrem ausgewählten Kreis von Bankerkindern, künftigen Politikern und Schauspielern zuzuführen. »Ob er Irish Stew mag?«
überlegte Ruby und sah dem Neuen zu, wie er lässig sein Gewicht von einem Bein auf das andere verlagerte und die Hände in die Taschen schob. Wie sahen sie alle groß an. Wieso Irish Stew? Hakte Corey nach. Ich mag's nicht. Er könnte meine Portion heute Mittag haben. Er kann auch meine haben, wenn er sich dafür neben mich setzt, kicherte Nicole. Wer muss schon essen bei diesem Anblick? Er war wirklich umwerfend und zog die Aufmerksamkeit sämtlicher auf dem Gang befindlicher Studenten auf sich. Und auf einmal schaute er auf und mir direkt in die Augen. Erschrocken musste ich ein weiteres Mal niesen. Dabei machte ich einen kleinen Schritt zurück und fiel über meine Tasche. Rundherum lachten alle auf. Na toll, jetzt weiß er, dass Bridget Jones auch an dieser Schule ist. Umständlich rappelte ich mich auf. Und er hat einen hervorragenden Blick auf dein mächtiges Hinterteil werfen können, meinte Corey und schlug mir jovial auf die Schulter. Ich stöhnte und schloss einen Moment die Augen. Gab es hier ein Loch, in das ich versinken konnte? Als ich die Augen wieder aufschlug, sah ich seinen Blick mit den typischen Empfindungen, mit denen ich oft gemustert wurde. Amüsement, Herablassung und ein wenig Mitleid. Komm mit, Lee, sagte Felicity und hakte sich bei ihm unter. Ich zeige dir, wo der Englischkurs ist. Er ließ sich willig mitziehen. Ich konnte sein zufriedenes Grinsen bis hierher sehen. Und genau das würde ich die nächste Stunde ertragen müssen. Ich muss gehen, wir sehen uns in der Mittagspause. Ich schulterte meine Tasche und ging mit energischen Schritten die Treppe hoch. Oh, frag ihn bitte, ob er mein Stew möchte, ja? Rief mir Ruby hinterher. Ich ignorierte sie. Leider konnte ich Miss Ele, unsere Geographielehrerin, nicht ignorieren. Miss Morgan, Sie haben Ihr Heft verloren. Sie reichte mir das Heft und eilte weiter. Ich sah auf den Umschlag, von wegen mein Heft. Sie hatte mir Felicities Heft gegeben. Ich spielte ernsthaft mit dem Gedanken, es ins nächste Klo zu werfen. Aber leider hatte Miss Ele ein langes Gedächtnis. Sie würde mir eher Trunkenheit nachsehen als den Verlust eines Lehrmittels aus ihrem Unterricht. Ich warf meinen Rucksack so auf den Rücken, dass ich hoffte, damit den Aufdruck verdeckt zu bekommen. Jeder, der mir entgegenkam, grinste breit, sobald er Sexgott las. Ich konnte es keinem verübeln. Auf halbem Weg fühlte ich, wie der Rucksack rutschte. Dummerweise hatte ich soeben eine Hand in meinen Haaren, um ein paar Strähnen zu entwirren, und in der anderen Felicities Heft. Der Rucksack rutschte und ich stolperte. Da bemerkte ich aus den Augenwinkeln eine Bewegung. Zu dumm. Ich wurde unfreiwilliger Zeuge, wie Felicity den Neuen mit aller Kunst küsste. Zu meiner Genugtuung schien er es nicht sonderlich zu genießen. Sobald er mich entdeckte, brach er den Kuss ab. Entschuldigung, murmelte ich und konnte den sarkastischen Tonfall nicht ganz unterdrücken. Felicity drehte sich um. Verschwinde, City. Spionierst du mir etwa nach? Weshalb wollte ich dir wohl nachspionieren, fragte ich ehrlich amüsant. Glaubst du vielleicht, ich will lernen, wie man sich in der Öffentlichkeit lächerlich macht? Das brauchst du nicht zu lernen. Das kannst du von ganz alleine, fauchte Felicity. Hau ab, City. Lies wohl nicht ganz deine Kragenweite. Den Speedknutscher konnte sie gern behalten. Nein, City, aber zum Glück ja deine. Ich glaube, du hast heute deinen eigenen Rekord geknackt. 2 Minuten und nach dem Kennenlernen gratuliere. Ich reiche dir das Geographieheft. Hier, Miss Ele hat uns verwechselt. Lee hatte noch immer kein Wort gesagt, aber sein Blick sprach Bände. Allerdings schien er nicht ganz so bezaubert von Felicity zu sein, wie man es nach so einem Kuss hätte erwarten sollen. Vielleicht hatte sie Mundgeruch? Hoffentlich waren es Knoblauch oder noch schlimmer, Zwiebeln. Keine Sorge, City, Lee wird uns nicht verwechseln. Sie kam näher und nahm das Heft. Nein, kein Mundgeruch. Schade. Hoffentlich, ich nehme nicht gern gebrauchte Ware. Jedenfalls keine abgelegten Typen von Felicity Stratton. Ein bisschen mehr Stolz besaß ich schon. Lee sah dagegen aus, als habe ihm Felicity während des Kusses eine giftige Kapsel verabreicht. Er starrte mit den riesigen Augen auf das Heft, dann auf Felicity. Stratton, krächzte er. Du heißt Stratton? Felicity nickte schmachtend. Ja, noch. Aber wer weiß, ob ich nicht irgendwann einen neuen Nachnamen bekomme. Fitzmaurice zum Beispiel. Oh mein Gott. Wusste sie nicht, dass man Jungs nicht mit »Ich will ein Kind von dir« überfallen darf? Lee sah im Moment aus, als wäre ihm schlecht. Tja, liebe Felicity, das ging wohl zu schnell. Geschieht dir recht. Ich wandte mich ab, um zum Klassenraum zu gehen. Das hier war ja nicht zu ertragen. Eine Hand umfasste meinen Oberarm. Ich zuckte zusammen.
Ein elektrischer Schlag durchzuckte mich. Lee hielt mich fest und sah mir direkt in die Augen. »Was?« fragte ich pampig. Ich wollte keinesfalls eine Ohrfeige riskieren. Als ich vor 8 Jahren hierher gekommen war, waren Jungs noch nicht ganz so sparsam im Verteilen von Hieben. Die waren mir in guter Erinnerung geblieben. Und nicht alle Jungs legten diese pubertäre Eigenschaft ab. Der Typ funkelte im Augenblick zumindest dermaßen, dass ich das Schlimmste befürchtete. Er machte mir Angst. In dem Moment ließ er mich los und blinzelte zweimal. »Heißt du tatsächlich City?« Ich richtete mich auf und sagte so freundlich wie möglich im besten Oxford-Akzent, »Natürlich nicht. Meine Freunde nennen mich Felicity. Felicity Morgan.« Er sah mich so erschüttert an, als hätte ich gesagt, ich wäre die Prinzessin von Wales.